Ist es vorherbestimmt, crashen die Märkte, Bitcoin, Aktien etc. in genau einer Woche am 11. März ausgelöst durch eine US-Bankenkrise? Und ist das der Grund, wieso Milliardäre wie Jamie Dimon, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg und viele mehr im Februar Milliarden an Aktienanteilen verkauft haben? Am 11. März 2024 läuft das BFTP aus, das Bank Term Funding Program der Federal Reserve, und weil jetzt schon ein Haufen US-Regionalbanken unter Druck stehen, aber auch weil viele die aktuelle Bankensituation leider einfach missverstehen, heute mal ein kurzes dediziertes Video zu genau diesem Thema. Viele hier erinnern sich sicher noch an März 2023, mehr oder weniger aus dem Nichts crashten sowohl die Signature Bank als auch die Silicon Valley Bank, nachdem nicht genug Einlagen bei den Banken vorhanden waren, um die Abhebungen der Kunden zu decken. Im Prinzip zwei klassische, aber massive Bankruns, die auf globaler Ebene auch sämtliche Kurse von Bankaktien nach unten drückten. Well, we felt that there was a serious risk of contagion that could have brought down and triggered runs on many banks. Mittlerweile bekannt als die 2023 United States Banking Crisis, die aber ein Ende fand und nicht zu einer globalen Katastrophe führte, weil als Gegenmaßnahme von der US-Notenbank ein Bank Term Funding Programm, kurz BTFP, ins Leben gerufen wurde, um in Anführungsstrichen berechtigten Verwahrinstituten Kredite mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr anzubieten, die qualifizierte Vermögenswerte als Sicherheit verpfänden. Also eine Bankkreditfazilität, eine Lending Facility, durch die Banken aber auch generell einfach Verwahrinstitute günstig an Liquidität kommen können. Ein Programm, welches jetzt aber nächsten Montag am 11. März ausläuft, was viele beunruhigt, nachdem die New York Community Bank Corp, die 2023 zusammengebrochene Signature Bank tatsächlich übernommen hatte, letzte Woche Freitag um weitere 30% einstürzte. Und ich sage weitere, denn Ende Januar stürzte die Bank bzw. die Bankaktie bereits um ca. 50% ab. Was soll dann also aber bitte passieren, wenn nächste Woche die Fed den Kreditwasserhahn für Banken in Form des BTFP abstellt? Zitat: Sobald das BTFP im März ausläuft, müssen sich die Banken mit der Musik ihrer hässlichen Bilanzen auseinandersetzen, oder kleine und regionale Banken sind in einer schwierigen Lage. Wenn die Fed die BTFP-Schließung am 11.3. durchführt, ist es Yikes-Time im Sinne von Crash. Und es geht nicht mal nur darum, die viel verrücktere Theorie, die auch nicht nur von einer einzigen Person kommt, Zitat: Sie wollen regionale Bankpleiten und eine Konsolidierung des Systems, weshalb sie BTFP beenden. Der Sinn der Intervention durch BTFP bestand in erster Linie darin, dass die Fed kontrollieren konnte, wann der Zusammenbruch eintritt, genauso wie 2020 und 2008. Also quasi, dass sie mit diesem Programm zwar die Bankenkrise 2023 beenden konnten, damit aber auch gleichzeitig die Macht bekamen, um entscheiden zu können, wann die Krise weitergeht, indem sie eben einfach dieses Programm abstellen. Klingt wie eine super Theorie für alle Leute, die gerne Angst verbreiten, könnte aber nicht weiter von der Realität entfernt sein, und dazu schauen wir einfach mal in die Daten. Das, was ihr hier seht, ist das Bank Term Funding Programm, aktuell bei ca. 163,5 Milliarden US-Dollar, die aus dem Programm zurückbezahlt werden müssen. Wenn man aber mal genau hinschaut, dann haben Banken mehr oder weniger schon nach den ersten 3 Monaten aufgehört, diesen Liquiditätskanal zu benutzen. Anfang Juni, also nach 3 Monaten, waren es nämlich schon 100 Milliarden US-Dollar, die geliehen wurden, und dann sind bis Ende November, also in den nächsten 6 Monaten, gerade mal 13,8 Milliarden US-Dollar hinzugekommen, was fast schon als Konsolidierung angesehen werden kann, maximal aber als geringfügiger Anstieg. Woher dieser plötzliche Schub auf über 167 Milliarden US-Dollar bis Ende Januar kam, erkläre ich gleich, aber dann ganz wichtig, seitdem sehen wir tatsächlich sogar einen leichten Rückgang bis hin eben jetzt runter auf 163,5 Milliarden Dollar. Das heißt, in den letzten 9 Monaten bis auf diese 2 Monate, Dezember und Januar, haben die Banken eigentlich das Programm gar nicht mehr wirklich verwendet, und dieser Schub Dezember und Januar kommt einfach nur daher, dass innerhalb des Programms plötzlich eine sehr interessante Arbitrage-Möglichkeit entstand. Und wenn man hier ins Detail geht, wird es leider etwas kompliziert, aber das Grundkonzept einfach mal: Die Banken konnten sich plötzlich aus dem Programm günstiger Geld leihen, als sie Geld verleihen konnten. Etwas, das die Fed natürlich nicht wollte, weshalb das auch zum 25. Januar dann schnell wieder geändert wurde, beziehungsweise wurde der Zinssatz so angepasst, dass das nicht mehr ging, und seit dem Tag ist das Programm, wie wir uns vorhin angeschaut haben, sogar leicht rückläufig. Wir sehen auf jeden Fall keine Anzeichen dafür, dass sich die Banken so denken: Okay, das Programm läuft
läuft jetzt bald aus in einer Woche. Wir müssen schnell noch so viel Geld, günstiges Geld leihen wie möglich. Denn die Wahrheit ist einfach, dass Banken, momentan auch kleine regionale Banken, genug Möglichkeit haben, um an Finanzmittel zu kommen, sei es über den Anleihenmarkt, sei es über den Aktienmarkt oder einfach, ganz einfach, über das Fed Discount Window. Trotzdem werden doch jetzt am 11. März über 160 Milliarden US-Dollar an geliehenem Geld für diese kleinen Banken fällig. Oder? Nein, das ist nämlich tatsächlich das zweite Missverständnis. Diese 160 Milliarden US-Dollar wurden ja über ein Jahr, über den Zeitraum eines Jahres aufgenommen, bedeutet, dass sie auch über den Zeitraum eines Jahres zurückgezahlt werden. Im ersten oder in den ersten 3 Monaten sind es circa ein Drittel des ganzen Programms und dann über die restlichen 9 Monate circa die restlichen 2/3. Also versteht mich nicht falsch, regionale Banken haben definitiv in den USA ein großes Problem und eine Bankenkrise ist theoretisch auch nicht ausgeschlossen, aber das Bank Term Funding Programm, welches am 11. März ausläuft, hat darauf so gut wie keinen Einfluss und das ist nicht nur meine persönliche Meinung, sondern wir haben die Daten schwarz auf weiß, die Banken sind schon länger nicht mehr abhängig von dieser Kreditfazilität und natürlich 160 Milliarden US-Dollar, auch verteilt auf ein ganzes Jahr, sind extrem viel, aber nicht genug, um irgendwie ein systemisches Risiko zu sein. Jeff Bezos, der Milliarden an Amazon-Aktien verkauft hat, sieht also möglicherweise sogar einen Crash kommen, aber wahrscheinlich nicht durch den Bankensektor, sondern eher vielleicht im Aktienmarkt oder im Immobilienmarkt oder er braucht einfach etwas Cash, um sich seine Steroide zu leisten. Was Bitcoin spezifisch betrifft, mache ich mir tatsächlich beim ganzen Thema US-Bankenkrise keine sehr große Sorgen. 2023 konnte Bitcoin auch extrem gut performen, vor allem in der Zeit, wo die Silicon Valley und Signature Bank pleite gingen und mittlerweile durch die ETFs werden einfach noch viel, viel mehr Institutionen die Möglichkeit haben, durch ein Investment in Bitcoin sich vor genau solchen Themen zu schützen. Ich hoffe, dieses Video konnte ein paar Fragezeichen für euch klären, vor allem, weil jetzt wahrscheinlich in dieser Woche noch viel, viel mehr über das Ende des Banking-Programms gesprochen wird. Falls ihr euch fragt, Samir, wo sind denn die kryptospezifischen Themen, schaut gerne auf Twitter bzw. X vorbei. Hier werde ich oder habe ich auch schon einiges heute gepostet. Hier poste ich auch generell immer die neuesten Insights und Breaking News. Falls euch dieses Video gefallen hat, gerne noch ein Abo dalassen, das unterstützt und freut mich extrem. Und dann würde ich sagen, euch einen wunderschönen Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal.